Hi, ich bin der Philipp von Bärpaw und ich möchte euch heute mal unser Pantalon-Bogensortiment vorstellen. Das ist das Sortiment für Einsteiger und für Fortgeschrittene. Und ich würde sagen, wir schauen uns als erstes den Langbogen an. Das ist so die puristischste Form des Bogens. Bei den Langbögen haben wir im Prinzip nur zwei Modelle. Da haben wir einmal das Einstiegsmodell, unseren Blackfoot. Das ist ein 66 Zoll langer Langbogen mit einem Ahornfurnier und Klarglas drüber. Auch sehr charakteristisch, relativ schmale Wurfarme für einen Langbogen und ein relativ flacher Griff. Wer es ein bisschen gehobener haben möchte, für den haben wir den Omaha aus unserer Premium-Line. Der hat Schwarzglas im Furnier, auch wieder sehr schmale Wurfarme, die dadurch sehr leistungsschnell sind. Und der Bogen ist 68 Zoll lang. Als nächstes kommen wir zu den Recurve-Bögen und hier im Speziellen zu den einteiligen Recurve-Bögen, das heißt Bögen, die aus einem Stück gefertigt sind, aus einem Laminat im Prinzip, aus mehreren Lagen zumindest. Da schauen wir uns als erstes mal den Hopi an. Der Hopi, genauso wie der Blackfoot, ein Klarglas-laminierter Bogen mit einem Ahornfurnier drunter, mit laminierten Tipps, einem Actionwood-Mittelteil. Der Bogen ist 60 Zoll lang. Und ist, wie gesagt, für den Einsteiger gedacht, der mit einem einteiligen Jagdrecurve starten möchte. Wer es darüber hinaus auch wieder ein bisschen gehobener haben möchte, für den haben wir den Creed. Das ist ein ebenfalls 60 Zoll langer Bogen, diesmal auch wieder mit Schwarzglas im Furnier mit drin, dazwischen Ahorn. Ein ziemlich wuchtiges Mittelteil, der Bogen ist 60 Zoll lang und ja, ist so für Auszüge, ich sag mal, bis 31 Zoll maximal geeignet. Ja, ist ein schöner Jagdrecurve, charakteristisch auch wieder der schön breite Wurfarm und kommt aus unserer Pantalon Premium Line. So, als nächstes kommen wir zu unseren Takedown-Bögen. Das sind auseinandernehmbare Bögen, wo man die Wurfarme eben abnehmen kann. Hat eben den entscheidenden Vorteil, dass ich die Wurfarme tauschen kann oder dass ich den Bogen kompakt und klein verstauen kann. Fangen wir an mit unserer Hero-Reihe. Das sind diese Bögen hier. Seht ihr schon, da gibt es zwei verschiedene Längen. Da haben wir unterschiedlich lange Mittelstücke, das heißt, den Bogen gibt es in zwei verschiedenen Varianten. Einmal in 62 Zoll Länge für die eher kleineren Schützen und einmal 66 Zoll Länge für die eher großgewachsenen Schützen. Hat auch wieder ein schönes Mittelstück aus Actionwood. Das heißt, viele Laminate ergeben hier das Mittelstück. Die Wurfarme mit schwarzem Glas wieder belegt. Charakteristisch für den Recurve wieder relativ breite Wurfarme. Und die Wurfarme können eben durch diese Wurfarmschraube hier vom Mittelstück abgenommen werden. Macht dann Sinn, wenn ich mir irgendwann überlege, ich möchte auf mehr Zuggewicht gehen, ich möchte mehr oder weniger Gewicht schießen. Oder ich möchte einfach den Bogen kompakt zerlegen können, wenn ich ihn transportiere, hat da sicherlich auch seine Vorteile. Also unseren Hero gibt es natürlich nicht nur für Erwachsene in groß und klein oder in lang und kurz, sondern auch für Jugendliche und Kinder. Und zwar haben wir da den Young Hero und den Little Hero. Der Young Hero, 54 Zoll lang, eignet sich für Kinder, ich würde mal sagen, so von vom 7. Lebensjahr bis zum vielleicht 11., 12. Lebensjahr. Gibt es auch in unterschiedlichen Zuggewichten und können die Wurfarme auch ausgetauscht werden. Und dann haben wir noch unseren Little Hero. Den würde ich empfehlen, ab 5, 6 Jahre bis, ich sag mal, 8 Jahre maximal. Der ist 48 Zoll lang und damit auch die kleinsten Freude haben. Wer es noch kleiner möchte, für die haben wir im Pantalon-Sortiment sogar noch kleinere Bögen. Den Little Mingo und den Little Sioux. Vom, ich sag mal, 3., 4. Lebensjahr bis zum 5. Lebensjahr sind sicherlich diese Bögen vielleicht ein guter Einstieg in den Bogensport. Als nächstes, über den Hero hinaus, wer dann ein bisschen fortgeschrittener ist, für den sind sicherlich Bögen interessant wie der Mohican. Hier nochmal ein deutlich schwereres Mittelstück, ein bisschen hochwertiger verarbeitet. Die Wurfarmschrauben sind leicht versenkt im Wurfarm. Die Tipps sind auch nochmal auflaminiert. Wir haben hier sogar Möglichkeiten, noch Anbauteile an den Bogen anzubringen, wie Stabilisatoren oder Visiere. Relativ schweres Mittelstück, liegt aber gut in der Hand, also ist ein schöner fortgeschrittener Bogen, kommt in 60 Zoll Länge. Darüber hinaus, das war unsere normale Pantalon-Linie, darüber hinaus haben wir auch aus der
Pentathlon Premium Line natürlich einen Bogen, und zwar unseren Chapman. Der Chapman, ein Takedown-Bogen, wie gesagt aus der Pentathlon Premium Line, wieder mit den schwarz laminierten Wurfarmen. Oben relativ schmal für einen Recurve, das heißt auch da wieder gut für die Geschwindigkeit. Relativ schweres Mittelteil aus Ovangol, schön abgerundet, schön ausgeschliffen, tiefer Griff. Und das sind Bögen eher für den fortgeschrittenen Schützen. Der Chapman in 58 Zoll Länge, relativ kurz. Also ich könnte ihn leider nicht mehr schießen. So, kommen wir jetzt zu unserem letzten Bogen aus der Pentathlon-Serie, und zwar dem Shadow. Der Shadow ist auch ein Takedown-Bogen, aber ein besonderes System. Und zwar, der verwendet das ILF-System. Das ist ein internationales System für Wurfarm oder eine Wurfarmnorm, womit es einem möglich ist, viele verschiedene Wurfarme zu schießen. Wichtig ist da nur, dass das eben ILF-Wurfarme sind. Der Bogen ist 58 Zoll lang, ist relativ schwer, weil er im Mittelstück eben noch Micarta mit eingebaut hat. Darüber hinaus aber auch wieder das Actionwood und die Laminate mit drin. Auch hier die Wurfarme können wieder nachbestellt werden oder ausgewechselt werden und lassen sich zusätzlich über diese Schrauben hier eben noch einstellen. Das ist unser Shadow. So, das war jetzt ein grober Überblick über unser Pentathlon-Bogensortiment. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr über die Bogen erfahren wollt, dann schaut doch mal in so einem Shop vorbei oder in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, lasst uns ein Like da, lasst uns einen Daumen nach oben da, und wir sehen uns im nächsten Video.